Vor unendlich langer Zeit war die Erde einmal Feuerball. Dann Meer, dann das Land der Dinosaurier. Im Schweizerischen Nationalpark spiegelt sich die ganze Zeit bis heute. Sie ist anders da als die Zeit der Menschen. Sie ist anders in den Geschichten von filigranen Lebewesen, die sich nach einer langen Zeit im Wasser davonmachen in die Luft. Leben in der Luft für die Liebe. Die Zeit ist anders in der Geschichte von einem jungen, starken Leben, wo sie Welt im ersten Jahr wunderfitzig kennenlernt. Und die Zeit ist wieder anders in der Geschichte von einem wirklich langen Leben. Was hat der Baum nicht alles erlebt und überlebt bis in unsere Hütte? Im Nationalpark leben unglaublich viele Arten. Mikroorganismen, Pilze, Pflanzen, Tiere. Eins von diesen Lebewesen ist die Eintagsfliege. Eintagsfliegen suchen sich im Flug, packen sich dann in die Luft und paaren sich. Nahrung nehmen sie nicht auf in ihrem kurzen Leben. Sie fliegen nur für die Fortpflanzung und zum wieder ein Stück der Fluss die raufkommen. Fliegen während einem Tag oder, wenn es hochkommt, während drei. Nach der Paarung legen die Weibli sofort Eier ab ins Wasser. Hier im Steinspalt gut versteckt eine Larve von einer Eintagsfliege, die aus diesen Eiern kommt. Die Vorgeschichte von diesem kurzen Leben fängt also unter Wasser an. Und aus dieser Perspektive von unter Wasser kommen sich zwei total fremde Lebewesen, eine Hirschkuh und eine Eintagsfliegenlarve, für einen Moment unheimlich nach. Vor 600 Jahren, 1414, hat sie so ausgesehen. Eine junge Affe, ein kleiner Baum in einer Welt, die bei den Menschen heute das Mittelalter heisst. Eine Zeit, die völlig anders war. Oder doch nicht ganz. Thank you.
Stürmische Zeiten wie bei diesem Schöferstündli, die gibt es seit eh und je. Und wenn der junge Jahre stark und stattlich wird, ziehen drei Jahrhunderte übers Land. Unsere Jafe, jetzt 300 Winter alt und rund 10 Meter hoch, erlebt unter sich die Menschen, wie sie kommen, wie sie gehen. Es werden ständig mehr. Unermüdlich wie die Ameisen an ihrem Stamm schleppen sie Lasten umeinander, sogar über unwegsame Pässe vor und nach Italien. Wieder vergehen weit über 100 Winter über dem Tal und den Bergen. In dieser Zeit, wo bei uns das 19. Jahrhundert heisst, sterben sie zu Tausenden, sogar an den steilsten Hängen. Menschen fällen starke Stämme, einen nach dem anderen. Männer sagen sie zu kurzen Stücken und mit dem vielen Wasser aus der Schneeschmelze schwemmt man sie ins Tal und flößt sie dann der Indur ab, bis zu der Saline Zinsbruck. Holz aus den Wäldern ist etwas vom Wenigen, wo die bitterarme Bergbevölkerung damit ein bisschen Geld verdienen kann. Die Industrien sind gierig auf den Brennstoff aus den Bergen gewesen. Im Unterland hat man schon längstens alles abgeholzt gehabt. Auch die Köhlerei, das Kalkbrennen und die Metallurgie im Gebiet vom Ofenpass, all das hat Brennholz gebraucht. Wegen diesen vielen Öfen hat der Ofenpass seinen Namen. Die Öfen haben aber Tausende von Bäumen verschlungen. Vor 150 Jahren sind weite Teile dieser Berghänge auch im Gebiet vom Nationalpark praktisch völlig abgeholzt gewesen. Die Spuren davon sind heute noch sichtbar. Wasser ist Leben und es fließt durch alle Zeit. Es gestaltet die Natur, es bestimmt das Schicksal der Lebewesen mit elementarer Kraft in allen seinen Formen. Es wird als Dampf zu Wolken, als Flüssigkeit zu Regen, zu Bach, Ström, See oder Meer oder zu Schnee und Eis. Und es ist in jedem Lebewesen.
Fluss im Tal ist für die einen ein Hindernis oder auch Raum für Verfolgungsjagden. Für viele andere ist er ein anspruchsvoller Lebensraum. Zum Beispiel für Teitagsfliegenlarven oder Nymphen, die hier kurz vor dem Schlüpfen sind. Auf dem Rücken komprimiert die Anlage der Flügel und hier unter dem Hinterleib die Kiemen, die pulsieren, wenn sie schnaufen. Sie sind stromlinienförmig flach, damit die Strömung sie nicht wegspielt. Während Monaten oder sogar während ein bis zwei Jahren wachsen die Eintagsfliegenlarven in den Bach, häuten sich 15 bis 25 Mal und sind nach jeder Hütung wieder grösser. In der Welt der Eintagsfliegen gibt es aber noch mehr so kleine Monster. Köcherfliegenlarven. Mit weit abgespreizten Beinen fischen sie nach Futterteilen und führen sie zum Maul, wenn sich etwas in den Borsten der Beine verfängt. Hier lebt man ständig wie in einer Waschmaschine. Alles ist in Bewegung. Das Wasser fließt schnell und langsam Sand und Stein. Futter ist rar, die Köcherfliegenlarven klammern sich hier an Stein und weiden die Algen ab. Nichts ist stabil, Treibsand wie in der Wüste. Der Bachflohkrebs sucht Halt an einem Stein. Bei jedem Schritt muss er sich verankern, sonst reisst die Strömung mit. Ein Steinfliegenlarve begegnet hier zwei Köcherfliegenlarven. Sie muss aufpassen, dass sie nicht packt und gefressen wird. Steinfliegenlarven leben ähnlich wie Eintags- und Köcherfliegenlarven Monate oder Jahre lang im Fluss. Die Röhrlimonster haben einen Regenwurm gepackt und fressen ihn noch lebendig an. Die Lage für einen Wurm scheint aussichtslos, aber dann schafft er es doch und entzieht sich buchstäblich seinen Peiniger. Was auf den ersten Blick wie tote Stäckchen aussieht, ist in Wirklichkeit ein Gewimmel von Köcherfliegenlarven. Die Larven bauen sich aus Steinchen, ein Futteral, ein Köcher für ihren Hinterkörper. Und dann, wer hat gedacht, dass aus den kleinen Monster unter Wasser die grazilen Fluginsekten werden? Die Köcherfliegen leben ein bisschen länger als die Eintagsfliegen, manchmal bis zu ein paar Wochen. Die Fluginsekten über und ihre Larven unter Wasser sind die Nahrung der Bachforellen in diesem Fluss. So wimmelt es in den Bach von Lebewesen, wo wir über der Oberfläche meistens keine Ahnung haben davon. Es singt, Rosslermännchen. Es singt, um sein Revier zu markieren. Es ist Frühling. Es hat noch jede Menge Schnee. Die Sonne macht ihn flüssig. Und schon sorgen ein paar Grasfrösche trotz dem eisig kalten Wasser für ein paar heisse Szenen. Sie paaren sich trotz Schnee und Eis. Unglaublich, ihre Körpertemperatur ist so kalt wie das Wasser in den Tümpel. Ein paar Grad über Null. Und doch sind sie ziemlich munter. Und auch die Schlangen kommen im April aus ihrem Versteck, wo sie den Winter drin verbracht haben. Kleine Schneeflecken sind keine Hindernisse auf dem Weg zu den guten Sonnenplätzen. Bei den Kreuzottern, der einzigen Schlangenart im Nationalpark, kommen zuerst Männchen führen. Sie brauchen Sonnenwärme, damit Spermien reifen. Mit der Hütung sind sie dann parat zur Paarung. Sie sind jetzt prächtig schwarz-weiß gezeichnet und umwerben die Weibli, die jetzt auch vorkommen, die eher brünlich sind. Wenn zwei Männchen aufeinandertreffen, dann kommt es oft zum Kampf. Aber nie mit einem Giftbiss. Sie haben klare Regeln für den Ringkampf. Sie fassen Griff durch das Umschlingen der Hinterkörper und drücken sich dann vorne gegen den Boden. Von weitem sieht das aus, wie wenn sie tanzen.
Wenn klar ist, wer von beiden stärker ist, macht sich der Schwächere davon. Die Starken machen sich an die Weibli, schmiegen sich an und überzeugen sie durch Körperzuckungen von ihren Qualitäten. Die Weibli hauen immer wieder ab und schauen so, wie ernst es meint. Das uralte Spiel. Bis sie schließlich liegen bleiben und eine Paarung zulassen. Es hat immer noch Schnee. Aber in dieser Gruppe von weiblichen Hirsch, der sogenannten Kühe, das erste Kalb vom Jahr. Und noch jemand kommt hier führen aus seinem Winterbau, ein Dachs. Der Frühling weckt jetzt Lebensgeister. Das Hirschkalb wird gleich Gesellschaft haben. Und der Dachs schaut nach einem langen Winter in der Höhle, dass er etwas zwischen die Zähne kriegt. Nach ein bis zwei Wochen werden die Hirschkälber unternehmungslustig und gehen auf Entdeckungsreise in ihrer Welt. Die feine Nase spürt tausend spannende Düfte. Alles ist neu. Auch wenn das neue Kalb vom Jahr auf die Welt gekommen ist, bleibt trotzdem auch das Junge vom Vorjahr, hier ein Männchen, immer noch bei der Mutter. So lernt es alles, was ein Hirsch zum Überleben wissen muss. Das kleine Kalb ist mit der Mutter eng verbunden. Und so lernt es jeden Tag dazu. Zum Beispiel, wenn man aufmerksam sein muss und was gefährlich ist. Die Mutter gibt Entwarnung und auch das Kalb entspannt sich sofort. Hier schaut es genau, welche Pflanzenarten die Mutter nimmt. Die Hirschkühe halten sich noch an die Tiefenlagen. Aber bald geht es auf Wanderschaft, der Berg dir auf. Auch die Familie Fuchs hat Junge. Die Mutter nimmt den Futterbrocken raus, den sie vergraben hatte. Dann widmet sie sich ihrer Mutterpflichten. Fünf Junge oder mehr sind bei Füchsen nicht selten. Auch die Murmeli haben Nachwuchs. Die Füchsin beobachtet aus Distanz, ob ein Munk echt unvorsichtig ist. Aber sobald der Find entdeckt ist, schlägt die Murmeltier Alarm. Ein Reifopfiff heisst «Find am Boden». Weil die Munken sie entdeckt haben, tut die Fuchsmutter als Dreise ab. Misstrauisch schauen die Munken hinterher. Auch die Jungen wogen sich jetzt wieder aus dem Bau. Sie sind immer noch ein bisschen nervös. Die Mutter fehlt. Alles ist wieder gut, wenigstens für die Jungen. Die Mutter ist noch da und der Fuchs hat ein anderes Murmeltier verwünscht. Der Fuchs vergrabt sie Beute. Im kieler Boden bleibt sie frisch und ist versteckt vor Raben, Adler oder Geier, die sie klauen könnten.
Nicht nur bei den Hirschen und bei den Füchsen und Murmeln, auch im Horst, beim Adlerpaar gibt es Junge. Die Mutter hudert sie und mit dem toten Steinkitz, wo sie in den Horst gedreht hat, gibt es Futter hier im Überfluss. Wenn die Sonne kommt, haben die Jungen warm genug und das Adlerweibli fliegt auf die Jagd. Normalerweise schlüpfen bei den Adlern zwei Jungen aus dem Gelege. Wenn die Eltern wenig Futter bringen, tötet das Stärkere das Schwächere, oft bereits im zarten Alter. Eine kurze Unaufmerksamkeit von einer Steigeis lenkt und der Adler greift ihr Kitz im Sturzflug, wenn sich es allzu frech allein auf den Ecken rauswagt. Alle haben sie Junge in dieser Jahreszeit, alle brauchen Futter. Die Natur kennt niemanden gut und böse. Zärtliche Pflege und harte Erziehung mit den Hörnern, wenn es sein muss, stellt die Mutter klar, dass es jetzt keine Milch gibt. Dann die enge Zweisamkeit, das wunderbare Band zwischen Mutter und Kind, das die Beziehung so einzigartig macht. Zwei Wochen später, im Adlernest, sind sie immer noch zu zweit. Das Kleinere frisst hier, das Größere hat es schon gehabt. Die Mutter ist im Anflug. Aus purer Gewohnheit begrüßen sie sie mit einem lauten Bettelrief. Sie bringt aber kein Futter, sondern einen Tannenzweig. Die Adler legen ständig neue Schichten von Tannenzweigen aufs Nest und überdecken so die Futterreste, die stinken und verfaulen. Ein fremder Adler taucht am Himmel auf. Wenn das oft passiert, heisst das, dass viele Nachwuchsvögel rum sind. Adler verteidigen das Revier gegen jeden Fremden. Die Mutter rückt aus, um den Fremdling zu verjagen. Wenn das häufig passiert, kommt die Pflege der Nestlinge zu kurz und häufig sterben sie dann. Über eine Bruterfolge reguliert sich die Dichte der Adler. Die Gämsen haben ihre Find Nummer 1 am Himmel ausgemacht. Die Mutter tut gut daran, ihr Kleines eng bei sich zu haben. Und dann Geruchskontrolle. Nur das Eigenkitz darf eine Mutter saugen. Und auch hier, die Tochter aus dem Vorjahr begleitet auch im nächsten Jahr immer noch die Mutter. Die Gämsen sind schon auf den hohen Weiden. Aber auch die Hirschkühe mit den Kälbern steigen in die hohen Lagen auf. Rutscht noch ein bisschen Nassschnee. Aber das ist harmlos gegen die Lawinen, die hier im Winter abdonnern. Auch den Männchen, den Stieren, gefällt es hier in der Höhe. Das frische Alpengras ist für das Wachstum der neuen Geweih im Bast das Beste, was es gibt.
Ab Mitte Juni brennt die Sonne immer stärker, auch im Hochgebirg. Die letzten Schneefelder sind auch willkommen. Sie spenden Kühle über den Mittag. Die Steinböcke nutzen eher den Wind an exponierten Stellen oder den Schatten vom Felsen, um sich zu kühlen. Auch im Hochsommer haben die Hirsche kein Flohnerleben. Wenn der Schnee weg ist, ziehen sie jede Nacht zum Fluss zum Trinken und auch zum dörten Weiden. Am Morgen früh ziehen sie dann wieder die Ruf. Fliegen, Hirschlausfliegen und Bramen und auch Titz im Tal sind eine Lastung. Auch die Kühe mit den Kälbern, die jetzt immer robuster werden, ziehen sie in die Höhe. Meistens haben die Hirschkühe ein Kalb, aber Zwillinge kommen immer wieder vor. Die Tiere mit dem Bastgeweih suchen sich exponierte Gräten, wo es Wind hat, um sich zu kühlen. Sie durchqueren Stellen, wo man nie würde glauben, dass ein so grosses Tier heil durchkommt. Einer nimmt Rücksicht auf den anderen, keiner drängelt, sonst wäre der Absturz sicher. Wenn sie aber oben angekommen sind, streiten sie doch um den besten Platz im Wind. Allerdings noch ohne Einsatz der Geweih. Die sind im Bast empfindlich. So stehen sie hier oben und hecheln sich die Hitze aus dem Körper, ähnlich wie ein Hund. Im Dolomit dieser Berge gibt es einen Haufen Höhlen. Die sind für viele Tiere im Sommer attraktiv, um sich zu schützen vor der Hitze.
Nach dem kleinen Gartenschläfer in der Höhle ein Blick an den Himmel rauf. Da ist ein eindrücklicher Kampf im Gang. Ein Bartgeierpaar verjagt den Artgenoss, den mit dem geschlitzten Schwanz, aus seinem Revier. Schließlich zieht der Fremdling ab. Das Paar hat einen guten Grund für die Revierverteidigung. Im Horst in der Felswand warten die Jungs. Kaum angekommen, viertert der Altvogel der Nestling. Der zweite Altvogel fliegt immer noch Patrouille. Dann kommt es am Horst zur Wachablösung. Bartgeier sind spezialisiert auf die Knochen von Kadavern. Die lassen sie aus grosser Höhe fallen und landen dann am Boden, um die Splitter zu fressen. Auch im Adlerhorst gibt es Anfang Juli Action. Immer noch sind beide Jungen da und sie streiten heftig um jeden Futtermoggen, den die Alten bringen. Rücksichtslos nutzt der Grösser seine messerscharfen Krallen und schnappt sich so das Futter. Der Kleiner hat keine Chance. Aber weil die Alten genug bringen für beide, wächst auch der Kleiner unaufhaltsam. Wenn die Eltern auf der Jagd sind, trainiert der Kleine seine Flugmuskulatur. Der grössere Jungvogel mit vollem Bauch hat sein Training offenbar schon hinter sich. Ein spätes Hirschkalb schließt zu seiner Schwester aus dem Vorjahr auf. Dann kommt auch die Mutter. Das ist das Trio, das der Rothirsch so erfolgreich macht. Jedes Leben hat ein Ende. Aber das Ende bedeutet für ganz viele Lebewesen auch einen neuen Anfang. Das Leben in allen seinen Formen steht nie still. Das eine entsteht aus dem anderen.
Dass die Landschaft vom Mensch so unberührt scheint, hat eine Geschichte von 100 Jahren. Unsere alte Affe hat sie miterlebt. Sie hat erlebt, wo fremde Menschen aus der Stadt von weit weggekommen sind, um die Landschaft zu erhalten, wie sie von Natur aus ist. Dass sich die Natur ohne Menschen allein entwickelt, damit die nächsten Generationen mal sehen können, wie die Natur wirklich ist. Eine Delegation vom Parlament zur Vorbereitung der Gründung eines Nationalparks 1913 bei der Kloazahütte. Links der Botaniker Karl Schröter und der gebürtige Engadiner und Basler-Lehrer Stefan Brunies. Ein paar von den Herren der Schöpfung vom Schweizerischen Nationalpark. Um das neue Schutzgebiet zu finanzieren, hat man den Schweizerischen Bund für Naturschutz gegründet, der heute Pro Natura heisst. Der Bund hat sich auch beteiligt am neuen Nationalpark. Der Anfang war nicht leicht, wie die fiktive Unterhaltung von zwei maßgeblichen Figuren von diesem Projekt zeigt. Der Paul Sarasin, ein reicher Basler Privatgelehrter, und der Fritz Bielmann, ein Berner Nationalrat. Aber die Gemeinden haben auch nicht wollen. Janf nicht. Zernetz auch nicht. Ja. Aber schließlich haben alle doch unterschrieben. Irgendwie verstanden sie ja. Der Krieg hat einfach alle verunsichert. Und mit Geduld geht einfach alles. Auch bei diesen Bergen. Und mit Geld. Komm. Aber am Brunies traue ich nicht. Der steckt unter einer Decke mit der Gemeinde. Nein, Bielmann. Der Stefan Brunies ist schon recht. Der hebt uns die Jäger vom Hals. Der weiß, was er macht. Schau, Sarasi. So kämpfst du. Ja, nett. Beispiel mal. Der Brunies schwimmt bei diesen Dickschädeln hier oben wie ein Fisch im Wasser. Er ist ja von hier. Auch wenn er jetzt in Basel wohnt. Er ist jemand. Hier und dort. Ihm verdanken wir, dass wir überhaupt so weit sind mit diesem Nationalpark. Ich weiß nicht. Schauen Sie, dass im Nationalrat alles gut läuft. Hier wäre es gut fürs Foto. Ja, machen Sie. Wir stehen an. Gut. Und dann haben wir gesagt: Meine Damen, meine Herren, die natürliche Flora und Fauna des europäischen Alpenzuges soll in einem bestimmt umgrenzten Gebiete ihre unangetastete Heimat finden. So soll im Laufe der Jahre wieder eine natürliche Pflanzen- und Tiergenossenschaft gewonnen werden. Entschuldigung, ihr müsstet aber schon ruhig haben. Oh. Hey, ja. Oh. Er wundert mich gar nicht bei dieser alten Kiste. Das Foto von Paul Sarasin und Fritz Bielmann ist wirklich 1920 im Val Cloza aufgenommen worden. Bald hat die Natur im ersten Nationalpark in den Alpen ihren Freiraum genutzt. Hier ein paar Marksteine aus dieser bewegten Geschichte. Etwa zur Gründungszeit des Nationalparks vor rund 100 Jahren ist der Rothirsch in Graubünden wieder auftaucht. Die Bevölkerung hat die Hirsche im 19. Jahrhundert während der Hungerzeiten ganz ausgerottet. In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts hat man dann wieder die ersten Hirsche erlegt.
1920 die erste Aussetzung von Steinböcken im Nationalpark aus der Zucht vom Wildpark Peter und Paul in St. Gallen. Auch die Steinböcke waren früher ganz ausgerottet. Mit dieser Aussetzung hat der Mensch gegen das Grundkonzept des Parks künstlich in die Natur eingegriffen. Als Gegenleistung für ein Gebiet, das man einem Park zugeschlagen hat, haben die Naturschützer nach langen Streitereien eingewilligt, dass die Gemeinden die Wasserkraft vom Spölbach, der durchs Parkgebiet fließt, dürfen nutzen. Eine Staumauer hat dann der Stausee von Livigno gebildet, auf italienischem Gebiet. Und bei Ovaspin im Park hat es ein Ausgleichsbecken gegeben. 1951 hat es wegen einem blöden Abfallfeuer bei Ilfuorn einen Waldbrand im Park. Noch heute sind Spuren unübersehbar. Der Martin Florinus, der Chef, war damals mal 21 und hat beim Löschen geholfen. Undi, Versaira, also na, am oben hat es Feuerhorn tönt. Die, die bei der Feuerwehr waren, sind schnell zusammengekommen. Und sie haben erfahren, dass es bei Ilfuorn im Nationalpark einen Waldbrand gab. Er wusste nicht mehr genau. Aber sie haben damals in Chief nur einen Jeep gehabt, sonst hätte es im Dorf keine Autos gegeben. Autos existieren noch in Las Comines. Und nebenan erinnern sie sich nicht mehr so genau, aber sie sind mit dem Jeep über einen Pass gekommen, auf einen Anhänger. Wo sie angekommen sind, waren die grossen Flammen schon gelöscht gewesen, von denen aus Zernetz, wo man wahrscheinlich ein paar Stunden vorher alarmiert hat. So sei es schliesslich gelungen, den ganzen Brand zu löschen und durch Gräben einzudämmen. Und in quelles per Ures sind jetzt der Stüder al Grand Feu. Noch heute, 63 Jahre nach dem Waldbrand, wirkt die Fläche kahl. Zum einen verhindert die Wildtiere durchs Abfressen, dass neue Bäume aufwachsen. So sorgt das Wild dafür, dass seine Essigsflächen offen bleiben. Und junge Bäume haben sowieso Mühe in dieser Höhe, bei der Trockenheit, der Erosion und Hitze in dieser Lage. Der Wald wächst, wenn überhaupt, nur sehr langsam. Die Wissenschaftler sind immer wieder überrascht, wie langsam die natürlichen Prozesse im Nationalpark vor sich gehen. Für die Natur sind Jahrzehnte oder Jahrhunderte keine Zeit. Als sich der Rothirsch 50 Jahre nach der Wiedereinwanderung etabliert hat, hat er sich stark vermehrt. Auch im Nationalpark, wo er von der Jagd verschont war. Wenn es zu viel Hirsch gibt, übernutzen sie oft ihre Nahrungsquellen. Dann kommt es in strengen Winter zum Massensterben. Das ist an sich ein natürlicher Prozess von der Regulierung, wo der Nahrungspflanzen wieder Zeit verschafft, um sich zu erholen. Im strengen Winter 1951 und dann nochmal in den 1970er Jahren ist es zu so Massensterben vor allem bei den Hirschen gekommen. Sie sind verfroren und verhungert. So viele tote Hirsche haben sie reden gegeben, vor allem bei den Jägern. Nicht ganz uneigennützig haben sie gefordert, dass man etwas machen müsse, dass das nicht mehr vorkam. Im Nationalpark hat man Vorwürfe gemacht, weil man dort die Hirsche nicht regulieren wollte. Das heisst, nicht jagen durfte. Die Bauern hatten Mitleid mit den Tieren und haben sie auch verfüttert. Dass der Hirschmagen im Winter so nichts Futter kaum verwerten kann und eine ausgiebige Fütterung alles nur noch schlimmer macht, hat man dort mal nicht gewusst. Tierschutz total an der Natur vorbei. Man hat Hirsch sogar in den Stall geholt. Erst ein Jagdregime im Kanton Graubünden, wo bis heute beispielhaft ist, wo man jeden Herbst um die 4000 Hirsche abschießt, hat schließlich die Situation der Hirsche verbessert. 1972 hat man im Kanton Obwalden auf Beschluss vom Bundesrat die ersten Luchse gesetzt. So hat man den Beutegreifer, der im 19. Jahrhundert ausgerottet worden ist, in der Schweiz wieder ansiedeln. Hier eine nachgestellte Szene von dieser ersten Aussetzung. Ein Bild von einer unbewilligten Luchsaussetzung im Nationalpark durch Leute vom WWF, auch 1972. Zwei Luchs haben sich ein paar Jahre gehalten und sind dann verschwunden. Er war lange verhasst, der Geier, der die Lämmer holen. Auch er war im Alpenraum verschwunden. Man hat ihn direkt verfolgt oder ist das Opfer geworden vom Strychnin,
wo man gegen Wölfe und Bären tote Ködertiere vergiftet hat damit. Seit 1991 sind Bartgeier zurück im Nationalpark. Der Klaus Robin, der damalige Parkdirektor, hat die drei ersten Geier der Presse stolz präsentiert. Man hat die noch nicht ganz flugfähigen Geier auf einer Aufzuchtstation bei Wien abgeholt. Mit einem ganzen Tross von Ehrengästen und von Naturfreunden sind die Bartgeier ins Gebiet von Marcunet gedreht worden. Eine WWF-Station in Haringsee bei Wien hat für ein internationales Wiederansiedlungsprojekt die Aufzucht der jungen Vögel übernommen. Die Zoo in ganz Europa haben für das Bartgeier-Projekt Eier zur Verfügung gestellt. Dort ist es 1991 für die Sendung Netz Natur wahrscheinlich überhaupt zum ersten Mal gelungen, das Schlüpfen von einem jungen Bartgeier zu dokumentieren. Der kleine Vogel, es war das Weibli Mäusche, hat Netz Natur dann bis in den Nationalpark mit der Kamera begleitet. Hier die allererste Fütterung von dem kleinen Geier am 15. März 1991. Das erste Freilaufen der Geier war ein grosser Moment für Jürg Paul Müller, den damaligen Direktor des Bündner Naturmuseums, und für Jasper Buchli, den Zernetzer Biologe. Die beiden haben das Bartgeier-Projekt massgeblich vorangebracht und auch sonst viel im Nationalpark geforscht. Die Mäusche und ihre beiden Artgenossen auf dem Weg in die Horstnische im Gebiet von Marcunet. Weil sie noch nicht können fliegen konnten, haben die Parkwächter noch einen Monat lang auf die Stanz Futter in die Horstnische aufgeworfen. Das ist wirklich ein historischer Moment, auch in der Geschichte des Nationalparks. Eine Tierart kommt nach ihrer Ausrottung vor 100 Jahren wieder zurück ins Land. Oh ja, yeah, der Spotschattet. So lang eingeschnitten. Und dann, nach 4 Wochen Filmen und genauem Beobachten, die Mäusche fliegt direkt der Kamera entgegen. Heute, beim Horst auf Marcunet, erinnert sich der Klaus Robin, der damals Parkdirektor war, an die erste Aussetzung vor 23 Jahren. Für mich selber war das eines der grössten Erlebnisse, die ich in meinem beruflichen Leben hatte, als wir die drei Bartgeier, die ersten drei, durften hier aufbringen, auf dem Weg in die Freiheit, in die Natur. Und das ist nicht nur für uns, also für mich selber und für meine Mitarbeiter eine grossartige Sache, sondern für die ganze Organisation, die hier dahinter steckt. Die vielen Leute, die mitgeholfen haben, in den zoologischen Gärten, um die Jungtiere herzubringen. Auf der anderen Seite auch die ganzen Supporter, die Leute, die mitgeholfen haben, Behörden, aber auch die regionale Bevölkerung war begeistert von dieser Aussetzung. Und sie ist dann glücklicherweise ja über all die Jahre positiv verlaufen. Dank dieser Wiederansiedlung ziehen heute die grössten Vögel der Alpen wieder ihre Kreise. Eine neue Generation von Forschern beobachtet sie und probiert sie zu schützen. Zum Beispiel der David Jenny. Ja, wir sind hier im Jubiläumsjahr. Wir haben drei erfolgreiche Bartgeierbruten, was eigentlich sehr erfreulich ist. Zum ersten Mal sind drei Paare, die im Park brüten tun. Und vielleicht kann man kurz zurückschauen und die Entwicklung dieser Bartgeier anschauen. Im 1998 hat zum ersten Mal auf der italienischen Seite der Grenze ein Bartgeierpaar erfolgreich brütet. Es ist Netz Natur 1998 gelungen, die erste Brut im Freiland zu filmen. Und es ist etwas Besonderes, dass die Mäusche, der kleine Geier, der vorher aus dem Ei geschlüpft und dann gegen die Kamera geflogen ist, auch die Mutter von dem ersten Jungen war. Und sie fliegt heute noch, nach 23 Jahren, im Gebiet vom Stausee von Livigno.
Auch der Bär ist zurückgekommen, 2005 im Nationalpark. Einer der ersten, die ihn gesehen haben, war der Forststudent Mike Renus. Er hat dort mal der Sendung «Schweiz aktuell» erzählt. Ich war eigentlich auf dem Weg zu einer Gamswildbeobachtung. Und ja, bin sehr überrascht gewesen. Und es war natürlich, ja, emotional war ich natürlich sehr, ich war sehr aufgeregt, sprachlos. Es kam halt alles irgendwie zusammen. Nachdem ich ja dachte, das glaubt mir jetzt sowieso keiner, dass ich das sehe, da habe ich versucht, eigentlich noch ein Foto zu machen. Dieses Foto habe ich eben durch das Fernrohr probiert, in aller Aufregung. Er zeigt es heute am gleichen Ort, wie das gesehen ist bei dieser Entdeckung. Also ich konnte eigentlich gar nicht so weit denken jetzt, dass, wie es jetzt letzten Endes kam, dass es so ein, ja, dass ich so ein Glück hatte, an so einem historischen Moment teilzunehmen. Es war einfach, in dem Moment war mir wichtig, dass ich eigentlich noch ein Foto als Beweis bekomme, dass ich das auch wirklich zeigen kann. Ich habe ihn wirklich gesehen, das ist der Bär. Zuerst hat man die Wölfe im 19. Jahrhundert ganz ausgerottet in der Schweiz. Dann sind auch die letzten Bären dran gewesen. Netz Natur hat die letzte Bärenjagd vom Jonsa-Rottbischof und vom Padrot Fried 1904 im Val d'Achal im Gebiet vom Nationalpark nachgestellt. Und dann, 101 Jahre nach dem letzten Foto, das erste Video von einem freilebenden Bär auf Schweizer Boden. Der J.J. Due, der aus dem Bärenprojekt in Norditalien gekommen ist. Der Wildhüter John Gross hat ihn für diese Aufnahme entdeckt. Der J.J. Due ist noch im gleichen Herbst für immer verschwunden. Aber er war nicht der letzte Bär, der seither auftaucht ist in diesem Gebiet. ...2007, Luchsspuren im Nationalpark. Es ist gelungen, dass das Tier, das der Luchsforscher von der Schweiz, vom Cora, bekannt ist, das Luchsmännchen B132 in einer Kastenfangel zu fangen und mit einer Spritze aus dem Blasrohr zu narkotisieren. Der Parkdirektor Heinrich Haller hat bei seinen Forschungen schon früher Luchs eingefangen und einen Senderhalsbänder angelegt. Dank dieser Erfahrung hat man auch diesen Luchs gefangen und markiert. Narkose ist hier offensichtlich noch nicht ganz überstanden. Aber so gewackelig wie er ist, macht sich der B132 doch davon. Gleich ist er dann wieder fit gewesen. Dank seinem GPS-Halsband haben die Forscher dann eine unglaubliche Wanderung vom Luchs lückenlos verfolgen. Der Rudi Haller, der Forschungsleiter vom Schweizerischen Nationalpark, zeigt dem Direktor Heinrich Haller die Luchsdaten auf dem Monitor. Hier haben wir das Home Range vom Weibli, von der Mutter vom B132 im Zürcher Oberland. Dann ist er irgendwann durch Stockenburg, da wissen wir nicht genau, wo durch. Bis in den Raum Sargans und dort ist er in eine Fotofalle gekommen und ist fotografiert worden. Dann ist er durch Liechtenstein und Bündner Brettigau muss er bis ins Inntal, bis auf Zernetz gekommen sein, wo dann der Parkwächter im Nationalpark Anfang Dezember das erste Mal die Spuren gefunden haben. Und da haben wir dann einfangen und das Senderhalsband, das GPS-Halsband anlegen. Und von da haben wir dann alle paar Stunden, alle Tage haben wir Beobachtungen, wo er durch den Stelvio-Nationalpark bei Borimo vorbei, über Passo di Sforzellina gegangen ist und dann Richtung
Osten Richtung Meran und nachher sehr schnell in das Gebiet hier westlich von Trento gekommen ist und dann dort auch die ganze Zeit geblieben ist in dieser Brenta-Gruppe, auch im Naturpark. Ein weiteres Ereignis in der Geschichte des Nationalparks: 2010 die Gründung des UNESCO-Biosphärenreservat Val Müstair, Parc National Suisse. Gleichzeitig hat das Tal den Status eines regionalen Naturparks gekriegt. Die Honorationen haben stolz die Fahne in Empfang genommen. Unter ihnen der national bekannte Andrea Hämmerle, bis 2008 Präsident der Nationalparkkommission, und auch der Robert Giacometti, der heutige Präsident. Es hat ein grosses Volksfest gegeben und viel Begeisterung. Und 2014, das Jahr vom 100. Geburtstag, die Bundesrätin Doris Leuthard hat dem Park am 1. August höchstpersönlich gratuliert. Der Nationalpark soll seit seiner Gründung aber nicht nur ein Schutzgebiet sein, sondern auch ein Ort von intensiver Wissenschaft und Forschung. Ein von diesen Forschern war in den 1990er Jahren der John Domenic Parolini. Er hat ein Werk über die Geschichte des Waldes des Nationalparks geschrieben. Er ist viele Jahre Gemeindepräsident von Schkuel und heute gewähltes Mitglied der Kantonsregierung. Der John Domenic Parolini erzählt hier im Val Schall, wo von Schkuel im Nationalpark fährt, auf Rätoromanisch, wie sich das Gebiet in den letzten 100 Jahren grundlegend gewandelt hat. Der Nationalpark sieht heute sehr natürlich aus. Aber man wissen, dass das Gebiet vor Jahrhunderten sehr intensiv genutzt worden ist. Man wissen, dass man hier mehr oder weniger alle Wälder abgeholzt hat, sogar mehr einmal. Was es denn für ihn bedeutet hat, die Wälder im Nationalpark sozusagen vor seiner Haustür zu untersuchen? Es war für ihn faszinierend, im Nationalpark zu forschen. Nicht nur in den historischen Archiven, sondern auch in der Natur des Parks zu arbeiten. Und zwar auch an Orten, wo sonst niemand Zutritt hat. Das war für ihn sehr faszinierend und die Arbeit hat ihm grosse Freude gemacht. Das war für mich faszinierend und ein großer Pleasure, zu fahren. Der Tessiner Biologe Christian Bernasconi hat im Val Mingere im Nationalpark eine neue Ameisenart entdeckt. Er hat an der Uni Lausanne doktoriert und macht mit in einer Wissenschaftlergruppe, die Ameisen erforscht. Im Schweizerischen Nationalpark zu arbeiten, sei eine grosse Ehre, sagt Christian Bernasconi. Als einer der wenigen aus dem Kanton Tessin sei es für ihn eine Freude, in einem Gebiet wie im Nationalpark zu forschen. Er hat mit Kollegen die Genetik der Waldameisen näher angeschaut, die für die Wälder in den Alpen unglaublich wichtig sind. Sie sind überall präsent und kontrollieren mit ihren Beutezügen die Populationen von vielen anderen Insekten. Im Christian Bernasconi seine Analyse haben eine neue Ameisenart ans Licht gebracht, die man bis jetzt nur im Val Mingere nachgewiesen hat. Nel Parco Nazionale già ci venivo quando. Er sei schon als Kind mit den Eltern im Nationalpark gekommen, wandern in den Ferien. Und schon damals hat er sich gefragt, was alle die Ameisen in den vielen Nestern machen. Und jetzt, nach 20, nein, fast 30 Jahren, sei es für ihn ein grosses Vergnügen, wieder da zu sein. Ja, sogar eine neue Art zu entdecken. Es ist eine ganze Mischung aus guten Gefühlen. Er fühlt sich einfach wohl im Nationalpark. Im Nationalpark und seiner Umgebung werden keine Pestizide eingesetzt. Darum gibt es eine grosse Vielfalt von Insekten. Der Daniel Scherix, Professor an der Uni Lausanne, leitet seit vielen Jahren Forschungsgruppen, die Schmetterlinge, Ameisen und andere Insekten unter anderem im Nationalpark untersucht. Er selber ist immer wieder mit Enthusiasmus bei der Feldarbeit in der Natur. Hier probiert er Schmetterlinge einzufangen, zum vergleichen, welche Arten innerhalb und außerhalb des Parks vorkommen.
Der Nationalpark sei für die Forscher wie ein Freiluftlabor. Es sei ein sehr spezielles Labor, weil es seit 100 Jahren keinen direkten Einfluss der Menschen gäbe. So haben sie einen Ort, wo die Verhältnisse noch natürlich seien. Es sei heute sehr schwierig, noch einen natürlichen Lebensraum zu finden. Und der Nationalpark bietet die Möglichkeit. Das sei wunderbar, die Populationen von Tagfalter, Ameisen und anderen Insekten zu untersuchen. Sie haben hier eine einzigartige Chance in der Schweiz, in einem solchen Lebensraum zu arbeiten. Daniel Scherix und sein Team beobachten feinste Details der Arten der Schmetterlinge im Nationalpark. Zum Beispiel bei Apollofalter. Für die Zukunft sind zwei Sachen wichtig. Nach 100 Jahren wissen wir jetzt also, der Park hat seinen Zweck erfüllt, er hat die Arten geschützt, die hier leben. Und zweitens, mit den Resultaten, die sie erarbeitet haben, sei es möglich, zum voraussagen, was wir machen müssen, um die Arten zu schützen. Zum Beispiel wegen der Klimaerwärmung oder wegen der Veränderung der Lebensräume. Der Lausanner Uniprofessor ist auch jahrelang Präsident der Forschungskommission des Nationalparks. Er schaut auf über 30 Jahre Forschungsarbeit zurück im Park. Und er hat vor, gerade noch mal 30 Jahre hier weiterzumachen, wenn er es gesagt hat, mit einem Augenzwinkern. Seit je ist die Huftierforschung im Park ein wichtiges Thema, vor allem der Rothirsch. Studien mit GPS-Technologie erlauben, Ortsveränderungen von Tieren, die einen Sender tragen, ganz genau zu verfolgen. Der Direktor und Biologieprofessor Heinrich Haller bereitet mit dem Biologen Florin Fili einen Vortrag vor zum Thema. Schaut hier Punkt von der Hirschkuh 605. Im Winter ist sie bei Müsteir an der Landesgrenze. Am Anfang ist sie hier auf dieser Seite und dann wechselt sie über einen Sonnenhang. Siehst du, und dann geht sie da hinten. Da hinten hat sie auch eine Hirschfütterung dort. Und dann kommen wir in Frühling rein und dann passiert es. Dann geht sie auf Richtung Nationalpark. Sehr schnell. Das Münchertal, auf einem Park, hier in Sommereinstamp, in Form. Mit idealen Lebensverhältnissen hier. Und das wiederholt sich jetzt hier über mehrere Jahre. Eine grundlegende Erkenntnis von allen diesen Studien von Hirsch mit Senderhalsband: Die Tiere verbringen nicht das ganze Jahr im Park, sondern wechseln meistens im Winter in günstigere Zonen außerhalb. Wir sollten aber unbedingt noch ein Beispiel aus Trub Tschun haben. Wir haben hier 661. Die haben wir ja ein Jahr überwacht, hier in Trub Tschun. Im Sommereinstand zuerst. Was entwickelt sich jetzt hier? Ja, dann geht es in die Brunft. Ja. Und dann Wintereinstand, Chapella. Und jetzt ist besonders interessant. Ende November, wieder zurück im Nationalpark. Sonderjagd. Aber noch kurzfristig und nachher kommt dann definitiv der Wintereinstand, bevor es dann im Frühling und im Sommer wieder zurückgeht in den Nationalpark. Aber was bringt die Tiere dazu, so weit umeinander zu wandern? Im Sommer gibt es im Wald Trub Tschun alles, was die Tiere brauchen. Aber im Winter wird die Gegend zu einer eisig kalten Wüste mit Verhältnis wie im Polargebiet. Ein wichtiger Teil der Forschung ist die Botanik. Und auch hier hat man Verstaunliches herausgefunden. Die Pflanzenfresser gestalten aktiv ihren Lebensraum. Sie fressen an den jungen Bäumen oder bearbeiten sie anderweitig. Das Resultat von so einer Behandlung, vor allem von Reh und Hirsch, aber auch durch die Steinböcke, sie verhindern, dass die Bäume aufwachsen. So bleiben Weideflächen offen und verwalden, wenn überhaupt, nur ganz langsam. Ein Haufen Studien auf Alpweiden und Lichtungen vom Nationalpark zeigen, Hirsch fressen mit ihren weichen Lippen sehr gezielt und wählerisch und auch je nach Saison spezielle Pflanzen. Das hat Konsequenzen für das Wachstum der Arten. Das Verrückte dabei ist, der Fraß der Hirsch führt zu mehr Artenvielfalt bei den Pflanzen. Und noch etwas, nur die Hälfte der Pflanzen wird von den Huftieren gefressen, die andere Hälfte von Insekten. Ein eindrückliches Beispiel aus dem Staatsarchiv Graubünden. Die Wiese stapelt schon nach einem Kahlschlag 1912. Überall wachsen kleine Föhren.
Und heute, die Wildtiere haben gesorgt dafür, dass ihre Weide hier nicht verwaltet. Der Wald rundum hat sich trotz hoher Wildbestand sehr gut entwickelt. Weil aber die Bergführer nach deren Abholzung von 100 oder noch mehr Jahren alle gleich alt sind, sterben sie auch alle ungefähr zur gleichen Zeit, wenn ihr Lebenszyklus zu Ende geht. Darum gibt es an gewissen Stellen einen Haufen tote Bäume. Und immer auch gerade wieder junge. Aber nicht nur Bergführer, auch junge Affen, die ursprünglich hier hingehören. Die Affen verdanken ihre Existenz einem cleveren Vogel. Der Dannenherr hat sich darauf spezialisiert, die Zapfen der Affen aufzuhacken. Er hat es auf die Zomen, die als Nüsse in den Zapfen stecken, abgesehen. Ab Ende August kann man die Dannenherr bei der Ernte auf den Affen beobachten. Und ab und zu stibitzt auch ein fremder Affennüssli, ein Buntspecht. Wenn ein Dannenherr seinen Kopf gefüllt hat, sucht er heimlich ein stilles Örtchen, um die Affennüssli zu verstecken. Misstrauisch schaut er, ob ihn keiner beobachtet. Artgenossen klauen sich gern gegenseitig die Affennüsse aus dem Versteck. Zuerst bohrt er ein Loch im Boden. Und immer wieder kontrolliert er, ob auch wirklich keiner zuschaut. Und dann versorgt er, eins nach dem anderen, Nüsse ins Versteck. Und dann zupft er ein bisschen Moos ab, um das Loch möglichst unauffällig wieder zumachen und tarnen. Jeder Dannenherr legt so seine Vorratslager für den Winter an und clever behaltet er im Kopf, wo die Lager sind. Aber manchmal vergisst er doch sein oder das andere und aus denen werden neue Affen. Anfang September wird der Nationalpark buchstäblich zum Schutzgebiet. Aussendran fängt die Hochjagd an. Aber die meisten Weiden innerhalb des Parks sind abgegrast. Und so stehlen sich ein Haufen Hirsche im Schutz vor der Dunkelheit, wenn die Jäger nicht dürfen schiessen. Auf Weiden außerhalb des Parks. Vor dem Morgengrauen, bevor wieder geschossen wird, wechseln sie zurück in den Schutz des Parks. Die Kälber sind jetzt kräftig und halten locker mit. Der Parkwächter Fadri Bott hat hier Jagdaufsicht und überwacht die Grenze zum Nationalpark. Diese Stelle ist sehr beliebt bei Jägern. Sie sitzen auf Hirschen, die sich beim Zurückwechseln in die Sicherheit des Nationalparks bis zum Tageslicht verspäten. Der Parkwächter entdeckt zwei jugendliche Männchen, die wirklich spät dran sind. Und so passiert halt so ein Unvermeidliches. Außerhalb des Parks überwacht die Wildhut die Jäger sehr genau. Durch den Wildhüter Jon Gross, dank ihm, haben wir den ersten Bär gefilmt. Der Parkwächter ist zum Jäger aufgestiegen und gratuliert ihm für einen Abschuss, wenn man das so macht in dieser Gegend. Die Jagd ist in Graubünden tief verankert und es braucht sie, auch wenn für einen Haufen Leute die Passion für die Jagd nur schwer verständlich ist. Es hat sich gezeigt, was passieren kann in einem strengen Winter, wenn es zu viel Hirsch hat. In der gleichen Zeit, wo die Hirsche abgeschossen werden, sorgen sie auch für Nachwuchs. Der Höhepunkt der Hirschpunft liegt im Nationalpark in der zweiten Hälfte des September. Ein grosser Stier läuft zu seinem Harem einer Gruppe von Kühen, die er eifersüchtig überwacht. Immer wieder treibt er sie, immer wieder rührt er.
So stellt er seine Männlichkeit unter Beweis und macht seinen Anspruch geltend auf die Kühe. Der junge Kerl am Rand traut sich nicht einmal daran zu denken, anzubandeln mit der jungen Kuh. Wenigstens nicht, solange der Platzhirsch in der Nähe ist. Auch in den Legföhren ist Sprumpft. Der Stier hält sich an zwei Kühe. Und für diesen kapitale Herr ist Sprumpft vorbei. Offensichtlich hat er einen Kampf verloren und ist am linken Bein verletzt. So macht er keiner Kuh mehr Eindruck. Da mag er noch so rühren. Ein Vorbote vom Winter schickt die ersten Flocken. Im September kommt das immer wieder vor. Die Kälte heizt die Brumpft erst recht an. Zwei gleich grosse Stiere drohen sich im Parallellauf und schreiten zum Duell. Zweimal deutlich über 100 Kilo krachen aufeinander. Sonnige Kämpfe können tödlich ausgehen. Ein Sieger winkt vielleicht dann die Möglichkeit zum Zeugen von der nächsten Generation. Ein paar Tage später putzt die Oktobersonne die erste Schneedecke schon wieder weg. Wenn die Brumpfzeit und die Jagd vorbei sind, wandern die meisten Hirsche aus dem Nationalpark raus. Steht jetzt kurz bevor. Und bald versinkt der Park in weißer Pracht. Besucher müssen jetzt, bis der Schnee im Frühling wieder fort ist, außen an der Grenze bleiben. Die weiße, menschenleere Landschaft gehört wie vor Tausenden von Jahren nur noch denen, die dafür geschaffen sind, um hier zu überleben. Nicht 100, 1000 Jahre Einsamkeit. Ein Fuchs und seine potenzielle Beute, Schneehirner. Leben im Weiss. Und
und immer wieder gewaltig droht der Wisi Tod. Wer jetzt am falschen Ort steht, hat kaum Überlebenschancen. Für viele ist der Winter die Hungerzeit, für andere das Schlaraffenland, für einen Adler, die Füchse, den Bartgeier oder auch die Raben. Spuren, die erzählen, wer hier unterwegs war. Auch im Winter hat der Park seine Bewohner. Zum Beispiel hier der Schneehase in seinem weichen, warmen Winterpelz. Und immer wieder kommt es zu Dramen. Die Gämsen zögern und trauen nicht, den eiskalten Fluss zu überqueren. Wo die einen Mühe haben, sind andere im Element, ein Wasserramsel. Die Gams probiert es nochmal. Sie zögern noch mehr als vorher. Hier hilft der ranghöhere Fies von hinten nach. Und lass die verschrocken Artgenossin nicht mehr zurück ans Ufer. Bei den Gämsen geht es immer wieder ruppig zu. Wasser knapp über dem Gefrierpunkt. Lang hält das auch eine Gäms nicht durch. Ein bisschen flussabwärts fühlt sich die Wasserramsel pudelwohl. Geschafft. Mit letzter Kraft. Und da ist sie wieder. Die Welt der Eitags- und der Köcherfliegenlarven. Sie sind die Nahrung der Wasserramsel, einem Vogel, der unter Wasser fliegt. Und die Nahrung der Forellen. Ob im Winter oder ob im Sommer, im Nationalpark gibt es tausendfaches Leben, außerhalb der Welt des Menschen. Fast außerhalb. Eine Strasse schneidet die natürliche Landschaft abeinander. Und was man hier sieht, ist kein Einzelfall. An schönen Sommertagen ist es die Regel. Die Motoren heulen ihre Power bis zu den höchsten Gipfel. Eine grobe Störung für die Natur. Eine Störung für alle,
von ein paar wenigen, die ihren Spass haben an dem Lärmen. Auch mit dem Livigno-Stausee griff der Mensch in die Natur vom Park ein. Vor allem dann, wenn es Pannen gibt. Zum Beispiel, wenn durch ein technisches Unglück zuerst der Wasserauslauf für einen Fluss durch Sedimentschlamm aus dem See blockiert wird und nachher beim Spielen der Schlamm massiv den ganzen Fluss belastet. Zuerst der Wassermangel und dann der feine Schlamm bringt fast alle Lebewesen um. Die Fische, die sieht man. Alle die Myriaden von wundersamen kleinen Wesen, die da unter Wasser leben, die auch im Schlamm versteckt sind, nicht. Doch wo man die Natur Natur sein lässt, geht das Leben immer weiter in irgendeiner Form. Arfen überdauern hier die Jahrhunderte. Trotz Blitz und Trockenheit und Kälte, die vielleicht ein paar Äste töten, aber nicht der Baum. Was stirbt, wird sofort wieder umgesetzt in neue Lebewesen. Bei den Bäumen. Und bei den Tieren. Im Netz der Beziehungen in der Natur werden die Kleinen plötzlich gross und wichtig. Manchmal sind sie Nahrung für andere. Und dann die anderen wieder Nahrung für sie. Der Tod ist nie nur ein Ende. Er ist immer auch ein Anfang für etwas anderes Neues. Gibt es keinen Tod, hat auch bald Jungs Leben keinen Platz mehr und auch keine Nahrung mehr. Die Tiere und die Pflanzen, die Natur im Nationalpark, in dieser grossartigen Landschaft, die die Gegenwart heute mit uns teilen. All das weist die Menschen von unserer Gesellschaft auf ihren grössten Irrtum hin. Zeit ist nicht Geld. Zeit ist Leben.